Kalou. Wirklich ein tolles Tor. Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu dem nächsten Player Review hier auf dem Kanal. Und ja Leute, es kommt etwas später, als ich es gedacht hatte, als ich es aufgenommen habe, weil ja Kalou schon seit 2 Wochen jetzt circa aus den Packs raus. Ja, wir haben übrigens Kalou, ihr seht es ja im Hintergrund, 82 Pace, 90 Dribbling, 86 Schuss, 80 Passen, 73 Physis, Foster Skills, 3 Stellen Weak Foot, mittelgeringe Arbeitsrate, nice, 84 groß, hat in den 5 Spielen für mich 7 Tore gemacht. Kostet zurzeit ja so circa 20k, hat sich nicht geändert, seitdem ich das aufgenommen habe. Und ja Leute, eigentlich sollte es ein bisschen früher kommen, ich habe es bisher noch nicht geschafft gehabt, das zu schneiden, und deswegen werden jetzt auch die Tage ein paar andere ältere Player Reviews noch kommen. Es werden hoffentlich auch noch aktuellere Folgen, da gebe ich mir auf jeden Fall Mühe, spätestens nach der Team of the Season Zeit werde ich mich ranhalten, richtig viele noch zu reviewen, Tim und Kevin denke ich mal auch. Und ja Leute, also gehen wir jetzt einfach mal schon mal auf Kalou ein, würde ich sagen. Wir fangen mit dem Pace-Wert an. Den habe ich schon mal beim Negativen angeordnet, einfach weil er sich für mich langsam anfühlt. Er ist so ein bisschen behäbig, habe ich das Gefühl. Er hat nur 83 Antritt, 82 Sprint-Speed. Und ja Leute, deswegen, also ich weiß nicht, woran es liegt. Er hat ja an sich eigentlich einen guten Pace-Wert, muss man ja wirklich sagen. Er ist ja nicht langsam von den Werten her. Also vom Prinzip her, er hat gute Pace-Werte, wie gesagt. Und ich weiß nicht, warum er sich für mich so langsam anfühlt. Es war halt einfach so. Man konnte zwar mit ihm gut in die Mitte ziehen, zum Beispiel mit den Forster-Skills, die er hat. Und auch mit den mit der Stärke und alles und mit dem Dribbling, was er hat. Aber trotzdem fand ich es persönlich nicht so schnell. Er hat zwar, wie gesagt, einen soliden Pace-Wert mit 82, aber er fühlt sich auch durch die Größe, teilweise 1,84 übrigens, teilweise ganz schön langsam an. Dann kommen wir schon zum Dribbling, da wollte ich als nächstes drauf eingehen. Und zwar, er hat 81 Beweglichkeit, 77 Balance und 79 Reaktion und jetzt 91 Ballkontrolle und 83 Dribbling. Das Dribbling ist einfach richtig geil bei ihm. Hat ja auch 90 auf der Karte zu stehen. Mit den Forster Skills kann er einfach perfekt die Forster Skills auch anwenden, weil er halt 90 Dribbling hat. Und er ist einfach auch schwer vom Ball zu trennen, weil er dadurch noch Körperstärke hat, ich glaube 77 oder so. Und auch groß ist, also man kann ihn wirklich schwer vom Ball trennen. Wenn man skillen kann mit Forster Skillern, dann ist das wirklich geil mit ihm, muss man wirklich sagen. Gehen wir schon zum Schusswert ein, er hat 89 Positioning und das ist wirklich richtig gut gewesen. Er hat richtig gute Laufwege, muss man wirklich sagen. 86 Schusspower, 88 Finishing, nur 73 Longshots, also da müsste man halt in den Strafraum mit ihm gehen. 89 Volleys und 97 Elfmeter, also Elfmeter kann er auf jeden Fall schießen. Dann gehen wir weiter, gut, Defending ist jetzt nicht so wichtig, er hat aber dazu noch 87 Kopfballpräzision, also er kann auch Kopfbälle, Leute. Wenn er in der Mitte steht, kann er das natürlich auch ausnutzen. 80 Übersicht, 80 Flanken, also er könnte zur Not auch Flanken über außen. Freistöße kann er jedenfalls nicht schießen, er hat nur 66 Freistoßgenauigkeit. Ja, die Schusspower hat er dann bei, ja wie gesagt, 86. Das würde gehen und auch der Curve ist noch solide mit 78, aber er hat halt eine scheiß Präzision und deswegen würde ich euch das nicht empfehlen, mit ihm die Freistöße zu schießen. Er hat dafür ein gutes Kurzpassspiel, das auf jeden Fall, und auch die langen Pässe kamen eigentlich bei ihm gut an. Er hat 87 Kurzpass, wie gesagt, und deswegen fand ich das auch auf jeden Fall gut bei ihm. Das Passspiel ist wirklich gut. Im Hintergrund seht ihr auch gerade noch einen geschossenen Elfmeter, sehr sicher verwandelt natürlich. Ja Leute, dann gehen wir mal ein auf die positiven und negativen Sachen, die ihr im Hintergrund schon seht. Er hat die Forster Skills, wie gesagt, perfekt mit seinem Dribbling noch dazu, ist einfach bombenmäßig. Der Schuss im Strafraum und teilweise auch aus dem Strafraum, außerhalb vom Strafraum, war richtig gut, muss ich sagen. Das war ohne Scheiß richtig nice mit ihm. Das ging auf jeden Fall klar. Dann hat er einen richtig starken Kopfball. Wenn er mal zum Kopfball kommt, dann gewinnt er das meistens auch. Und wenn es im Strafraum ist, dann geht er auch meistens aus, beziehungsweise ins Tor. Und das Passspiel ist, wie gesagt, auch richtig gut. Ihr müsst mal darauf achten. Jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel ist eine richtig gute Passstaffette teilweise, glaube ich, oder? Nein, das ist der Schuss. Aber es würden, waren oder werden auf jeden Fall noch ein, zwei gute Passstaffetten mit ihm kommen. Das war einfach richtig nice. Er ist für mich aber allerdings auf der falschen Position. Ich würde ihn als Stürmer einfach nur bombenmäßig finden, weil sobald er auf dem linken Flügel ist, ist es teilweise schwer, mit dem Pace so in die Mitte zu ziehen. Wenn man dribbeln kann, ist das natürlich leichter, aber trotzdem, auf dem Flügel ist er für mich, finde ich, unbrauchbar, weil er kann zwar flanken, aber man hat ihn lieber in der Mitte zum Schießen und Köpfen und alles drum und dran. Und ich habe ihn in den letzten 3 Spielen in die Mitte gestellt, also als Mittelstürmer, und Dumbia auf den linken Flügel. Und ab da hat er auch angefangen, Tore zu schießen. Und deswegen, Leute, als Mittelstürmer wäre er für mich perfekt, oder als Stürmer an sich.
Man kann es ja so machen, dass man ihn umformt zum linken Stürmer und den einfach so in den Sturm stellt und dann mit 6 Chemie spielt. Mache ich nicht gerne und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Andere machen es und deswegen kann ich euch das empfehlen auf jeden Fall, weil da ist er auch wirklich richtig nice gewesen. Im Sturm ist er einfach ein richtig geiler Spieler, aber auf dem linken Flügel halt nicht. Und deswegen bekommt er auch nur die 9,0 von mir, weil er halt wie gesagt auf der falschen Position für mich spielt. Und deswegen muss ich einfach sagen, dass ja, es nur zur 9,0 gereicht hat, die natürlich aber auch noch nicht schlecht ist auf jeden Fall. Und deswegen, Leute, also es geht auf jeden Fall noch klar, würde ich sagen. Und ja, Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall auch. Er ist halt billig und ein guter Spieler für die Bundesliga. Spielt ihn vielleicht lieber im Sturm, dennoch mit 6 Chemie, aber er ist auf jeden Fall richtig nice. Die Arbeitsraten ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen mit Medium-Low. Das ging auf jeden Fall auch klar. Durch das Positioning macht er vieles weg. Und deswegen, Leute, was ich nochmal sagen wollte, es werden jetzt in Zukunft erstmal keine Team of the Week Squad Bilder folgen, weil die Team of the Week zurzeit einfach richtig uninteressant sind und auch sein werden. Vielleicht gibt es zur EM noch einen International Man of the Match und da könnte ich dann vielleicht zur Team of the Group Stage oder so irgendwas machen, muss ich nochmal gucken. Aber momentan ist das halt relativ egal, weil also irrelevant, weil die Team of the Weeks einfach scheiße sind. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann aber auch schon von dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ja, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Wie gesagt, probiert Kalu einfach mal aus. Er ist ein guter Spieler, zwar nicht auf dem linken Flügel, aber an sich im Sturm vielleicht ist er besser. Und deswegen, Leute, würde ich sagen, haut rein.